Religion spielte auch im Leben der Römer eine wichtige Rolle, auch wenn sie damals noch völlig anders praktiziert wurde als die heutigen Religionen. Im süddeutschen Raum hatte jeder Gutshof sein eigenes kleines Tempelchen. Eine Villa Rustica mit einem kompletten Tempelbezirk, das allerdings ist eine Seltenheit. Im römischen Freilichtmuseum Hechingen in Stein befindet sich der größte zu einem Gutshof gehörende Tempelbezirk Süddeutschlands und der soll jetzt wieder aufgebaut werden. Erst aus der Luft wird das ganze Ausmaß des römischen Tempelbezirks in Hechingen-Stein sichtbar. In einer Ecke des römischen Freilichtmuseums ist es gelegen, mit konservierten Mauerresten und der Rekonstruktion einer Kapelle sowie mit mehreren Götterfiguren bringt das Areal dem Besucher die römische Götterwelt näher. Doch in Zukunft soll der Tempelbezirk so aussehen. Die Vollrekonstruktion des römischen Tempelbezirks, das ist auch der Wunsch von Dr. Klaus Kortüm vom Landesamt für Denkmalpflege. Wir sehen hier die Chance, mal ein vollständiges Ensemble so eines Tempelbezirkes den Besucher näher bringen zu können, mit allen seinen Elementen, die tatsächlich auch in der Antike wichtig waren, von den Kapellen bis hin zu dem gesamten Ensemble. 10 Kapellen innerhalb einer Umfassungsmauer, dazu die Wohnung des Priesters und ein Magazin für Gerätschaften. So präsentierte sich der Tempelbezirk in seinem letzten Ausbauzustand. Der soll auch wieder rekonstruiert werden und somit römische Religion für Besucher erlebbar machen. Wir sind also hier in einem besonderen Bezirk, einem heiligen Bezirk, der den Göttern geweiht war, besonderen Regeln unterworfen war. Möglicherweise musste man beim Betreten gewisse rituelle Handlungen vollziehen und dann ist man in den Kontakt mit den Göttern gekommen. Der Wiederaufbau wird ein Neubau, der deshalb modernen Ansprüchen genügen muss, um genehmigungsfähig zu sein. Gleichzeitig soll der Tempelbezirk mit 10 Kapellen und einer Umfassungsmauer so wieder aufgebaut werden, wie er ausgesehen haben könnte. Das Architekturbüro Beuthe arbeitet hier eng mit dem Landesdenkmalamt und dem Verein zusammen. Bei der Planung wurden der Originalbefund mit Vorbildern aus dem gesamten römischen Reichsgebiet kombiniert. Jetzt will der Verein den Bezirk in Eigenleistung wieder aufbauen. 5 Jahre soll das dauern. Die Finanzierung steht noch nicht. Der erste Vorsitzende des Fördervereins, Gerd Scholjan, ist auf der Suche. Ich hoffe ja, dass uns die Hechinger Industrie und das Handwerk und natürlich auch die umliegenden Städte nicht im Stich lassen und sie dieses einmalige Projekt in Süddeutschland überhaupt, dass sie das entsprechend fördern. Es gibt ja genügend Beispiele in anderen Städten, wo solche Anlagen gefördert werden, gerade von der Industrie. Und ich hoffe, dass ich auch hier eine nötige Unterstützung bekomme. Doch mit den Gebäuden allein ist es noch nicht getan. Es ist der Wunsch des Landesdenkmalamts, dass die Mauern belebt werden und dass hier Kulthandlungen inszeniert werden, wie beispielsweise hier beim Römerfest. Ein Anfang soll auch bereits beim diesjährigen Römerfest gemacht werden. Und unter anderem planen wir auch hier im Tempelbezirk dieses Jahr den Mithras-Kult, ein Kult, der aus Persien stammt, der überwiegend von den Soldaten praktiziert wurde, Religion, dass wir das hier zeigen und damit schon einen kleinen Einstieg haben in künftige Kulthandlungen, die es hier geben soll. Am 27. und 28. August soll nicht nur der Tempelbezirk, sondern das gesamte Freilichtmuseum wieder zum Leben erwachen. Mit Kelten, Römern und Alamannen können die Besucher dann wieder eine Zeitreise in die Vor- und Frühgeschichte der Region unternehmen.